Wir sind jetzt am Anfang des, der Apostelfastenzeit. So, Fastenzeit des Dienstes oder Geburtstag der Kirche, den betrachten wir auch als Geburtstag von uns alle. Und wenn ich über eine Spur der Wirkende des Heiligen Geistes in uns reden will, muss ich diese Geschichte erwähnen. Was wirkt der Geist Gottes in uns? Das ist eine wichtige Frage. Was wirkt der Geist Gottes in unserem Herzen? Es gab eines Tages eine edle Frau, die ein Stück Kleidung sehr lieb hatte. Vom Stoff her war das so kostbar, aber auch das hat für sie so viel bedeutet. Vielleicht hat sie das bekommen von einem Menschen, den sie lieb hat, oder hat sie das geerbt oder so. Egal, für welchen oder wegen welchem Grund war dieses Stück Kleidung kostbar. Aber leider war dieses Stück Kleidung von einem Tropfen Tinte getroffen. Und dieses Tropfen hat einfach einen schieren Fleck verursacht. Und damals gab es keine Revolution in den Reinigungsmitteln wie jetzt. Es gibt momentan Reinigungsmittel für alles. Okay? Das sehen wir schon. Aber damals war das ein Problem, dass man dieses Fleck weggibt, ohne den Stoff selbst zu beschädigen oder dieses Stück Kleidung bleibt ursprünglich so schön, wie es ist. Und es gab gar keine Hoffnung damals. Sie war sehr, sehr traurig deswegen, bis sie einen Besuch gehabt hat, einen hervorragenden Besuch gehabt hat von einem Verwandten, der gleichzeitig auch ein Künstler war. Und was hat dieser Künstler gemacht? Hat sie gesagt, keine Sorge, du musst nicht traurig sein. Ich habe eine Lösung. Sie sagte, was werden sie machen? Es ist einfach kaputt, es ist zu Ende. Ich kann das nie mehr wie früher haben. Er hat gesagt, sie werden mit eigenen Augen sehen. Und er hat das mitgenommen. Später kehrte ich mit dem gleichen Kleidungsstück zurückgekehrt und hat ihr gezeigt, hat ihm gesagt, das ist nicht meine. Das ist nicht mein Kleid oder irgendwas anderes. Gesagt, nein, das ist es. Ich habe nur diesen Fleck zu einer schönen Rose gemalt. Das war ein Fleck. Aber jetzt eine schöne Rose. Ich habe das mit so viel Bewunderung geschaut, hat das wirklich überprüft. Das ist wirklich mein Kleid. Aber nicht mehr schier wie früher. Das schaut schön aus. So wirkt auch der Geist Gottes in unseren Stichen, meine Geliebten. Wenn wir ihm das anvertrauen, jeden Tag, in einer intimen, engen Beziehung mit Christus, unserer Erlöser. Er sei unser Gott in alle Ewigkeit. Amen.